Transrektorin für Österreich und für Deutschland. Und wir wollen heute wieder mit dem Produktpaket Zauberhafte Zinnien und Hexagone von Herzen arbeiten. Ja, heute werden wir auch wieder mit den neuen Farben arbeiten. Das heißt, heute steht mal Pfirsichcreme auf dem Plan. Und ja, die neuen Farben könnt ihr jetzt richtig günstig bekommen. Denkt dran, wenn ihr als Demo einsteigen möchtet, schreibt mich gerne an. Wenn ihr Fragen dazu habt, ihr bezahlt 129 Euro, kriegt auch noch alle Farben zugeschickt. Das Video verlinke ich euch hier oben. Ja, dann würde ich sagen, drehe ich jetzt einfach mal die Kamera und dann fangen wir an. Das ist ja das Designerpapier von dem Produktpaket Zauberhafte Zinnien. Und wir werden auch heute wieder mit dem Stempel- und Stampfset arbeiten, Zauberhafte Zinnien. Und wir werden heute tatsächlich gar nicht mit dem Hexagone von Herzen arbeiten. Heute werden wir einfach mal mit den Stamps vom Basic mit Pep arbeiten. Das findet ihr alles online. Und ja, heute gibt es noch mal wieder ein Band dazu. Und zwar dieses hier. Das findet ihr im Online-Katalog. Das hat hier so eine silberne Kante. Und das heißt feines Geschenkband. Genau, richtig. Das findet ihr auch aktuell im Katalog. Und zwar auf Seite 113 habt ihr hier die Nummer 14. Ist ein bisschen schlecht gemacht, weil das auf so einem grauen Papier ist. Da kommt das gar nicht so zur Geltung. Genau, also die Nummer 14 ist das und das heißt feines Geschenkband in Silber und Weiß. Ja, ich weiß zwar nicht, wo da das Weiß ist, aber macht ja nichts. Wahrscheinlich in der Mitte, aber für mich sieht das aus wie Silber. Gut, egal. Wir werden jetzt einfach mal anfangen mit unseren neuen Farben und wir werden uns nämlich der Pfirsichcreme heute widmen. Ja, dann würde ich sagen, geht's einfach mal los. So sieht die Karte aus. Ich finde, sie ist richtig schick geworden. So sieht man auch ganz viel von der Pfirsichcreme und ja, das ist es. Hier habe ich sogar mal gestempelt, aber sah nicht gut aus. Deswegen kann man auch immer noch die andere Seite benutzen. Und hier habe ich mir einfach schon mal alles zurechtgestanzt. Also zumindest, doch, ist alles da. Genau das hier gibt es ja leider nicht mehr. Aber ich hoffe, ihr konntet euch das ergattern. Das werdet ihr immer, immer wieder bei mir sehen. Das heißt nämlich schillernd schön. Gibt es leider nicht mehr, aber vielleicht habt ihr so ein ähnliches Papier. Entweder in Silber oder in Gold, je nachdem, was ihr für ein Band zu Hause benutzt. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, die Karte zusammenzusetzen. Ihr habt die ganz normale Grundkarte in Pfirsichcreme. Die könnt ihr schon mal falzen. Dann haben wir hier die Auflieger. Und zwar haben wir hier einmal das Designerpapier. Das hat die Maße 14 cm mal 6,7. Und das werden wir uns einfach schon mal auf unseren weißen Cardstock aufbringen. Der hat die Maße 14,35 mal 7. Habe ich das eben falsch gesagt? Also das Designerpapier, falls ich es eben doch falsch gesagt habe, das Designerpapier 14 mal 6,7 und das Weiße, also der Cardstock, hat 14,35 mal 7 cm. So, dann habe ich mir hier den, ich glaube, den größten genommen. Das größte Viereck genommen und einmal das nächst kleinere. Dann habe ich nämlich einmal nur aus weißem Farbkarton das ausgestanzt. Und das hier habe ich aus diesem Bogen einmal ausgestanzt. Einfach nur hier oben eine Ecke raus. Und schon habt ihr das so. Ich finde, das sieht richtig schick aus. Ja. Muss ich gerade mal überlegen, wie habe ich die Karte gemacht? Genau, dieses Stück, seht ihr schon mal den gestitchten Rand, das werde ich mir eben einmal erhöhen. So, und zwar habe ich das so gemacht, euer Blumenfeld liegt vor euch, dann dreht ihr das einmal um. Dann nehmt ihr euch einfach ein Stück doppelseitiges Klebeband.
Und dann nehmt ihr euch euer Geschenkband. Klebt euch das hier einmal hinter. Jetzt habe ich mir das erhöht mit Foam Tape. Weil ich habe hier nämlich bei der Karte mit mehreren Dimensionen gearbeitet, falls ihr das sehen könnt. Deswegen musste ich eben auch gerade noch mal überlegen, wie ich das zusammengesetzt hatte. So, und das setzt ihr euch einfach hier oben drüber. Das hält auch nochmal das Geschenkband. Da kann dann auch nichts verrutschen. So, das könnt ihr euch jetzt einmal auf euren gestitchten Grundweißkarton raufkleben. Und zwar einfach mittig aufkleben. Und gerade vor allen Dingen. So. Genau diesen Rand hier, den können wir uns hier hinten auch noch mal festkleben. Nehmt ihr euch einfach wieder euer doppelseitiges Klebeband. Das könnt ihr euch auch schon abziehen. Dann klebt ihr euch das hier einmal rum. Das reicht. Und dieses Stück, wo ihr das hier hinten rumgeklebt habt, das könnt ihr euch auch nochmal erhöhen. So, weil das wird dann nämlich hier nachher raufgesetzt. Das bedeutet, dieses Stück werden wir uns auch einmal erhöhen. So, und dieses Stück können wir uns hier eigentlich jetzt schon mal raufkleben. Das heißt, hier macht ihr einfach Flüssigkleber hin. Ihr müsst aber mal schauen, wenn ihr euch das jetzt hier so ransetzen würdet, wo ihr euer Etikett ransetzt. Das heißt so ungefähr grob hier die Blume ist hier ein gutes Maß, sage ich mal, um dahinter Flüssigkleber zu machen. Jo. Das heißt, ihr dreht das Ganze um. Macht da Flüssigkleber drauf. Und dann setzt ihr euch das Ganze auf euren Hintergrundstreifen hier. Achtet wieder darauf, dass ihr gerade seid. Gut, und wenn das jetzt der Fall ist, ja, so ist es für mich gerade, genau. Dann könnt ihr euch hier hinten euer Foamtape abziehen. Also die Klebestreifen hier, wie heißen das? Die Kleberänder. Das drückt ihr euch einfach nochmal ran, das Geschenkband. Und dann setzt ihr euch das Ganze auf eure Grundkarte auf. Und irgendwas habe ich hier jetzt gerade, bin ich hier verrutscht. Ja, da passiert mir immer ein schöner Fehler, so. Ziehe ich das hier nochmal ab. Das ist das Gute, so fest klebt es noch nicht. Mein Geschenkband war ein bisschen locker, da habe ich nicht drauf geachtet. Das soll es natürlich nicht sein. Klar, so schnell kann so ein Fehler mal passieren, ne? So, nun ist es aber gerade.
jetzt ist gerade. So, geht ihr jetzt hier einfach nochmal mit dem Falzbein rüber. Dann ist es auch direkt fest und dran. So, auch mir passiert so ein Fehler. Ja, aber man sieht es halt nicht mehr. Gut, jetzt habe ich mir hier einfach von diesem Silber, weil das passt ja auch hierzu, mir gedacht, werden wir einfach auch, man sieht es hier nicht, aber es ist auch mit dem gestitchten Rand. Hier könnt ihr euch hinten einfach ein Dreieck erhöhen. So, einfach nur so ein Stück raufkleben, weil das kommt hier nachher rüber. Und das hier wollen wir noch mal eben bestempeln. So, bevor wir stempeln, nehmen wir uns einfach noch mal unsere Blüte vor. Das heißt, also die hier, die wir hier reingeklebt haben, macht hier einen kleinen Tropfen Flüssigkleber rauf und setzt es einfach schon mal auf den Hintergrund. Dann nehmt ihr euren Blütenstrang, macht hier auch einfach schon mal Flüssigkleber drauf. So, und das kann jetzt hier oben erstmal trocknen. So, und in der Zeit werden wir einmal stempeln. Das heißt, ihr nehmt euch euer Etikett. Das gibt es auch alles in diesem Set Basic mit Pep. Dann nehmt ihr euch euren Acrylblock. Dann braucht ihr vor allen Dingen mal einen Spruch. Dann nehmen wir hier auch das Vielen lieben Dank aus dem Set Zauberhafte Zinnien. Setzt ihr euch einfach drauf. Unsere Pfirsichcreme. So, und dann stempelt ihr euch das einmal ab. Guckt, dass ihr wieder gerade seid. So, und dann hatte ich hier noch ein kleines Blümchen drauf gestempelt. Das findet ihr jetzt nicht hier drin, aber wir arbeiten doch mit Hexagone von Herzen. Genau, da ist nämlich auch das kleine Blümchen. Das werden wir uns da auch reinstempeln. Nehmt euch wieder einen Stempelblock, einen Acrylblock, das Blümchen und setzt es euch einfach dorthin, wo ihr möchtet. Genau. So, das kann wieder weg. Dann werden wir uns das Etikett auch einmal erhöhen. Weil wir setzen uns das ja gleich auf unser Silber rauf und da hält der Kleber einfach besser. Das heißt, ihr zieht hier schon mal die Schutzfolie ab. Jetzt guckt ihr natürlich, wo habt ihr eure Erhöhung oder ihr macht die Erhöhung zum Schluss. Und dann setzt ihr euch das einfach hier so auf, dass ihr links und rechts noch eine kleine Spitze habt, die rausfunkelt. So, und das können wir uns auch schon mal raufsetzen. Das heißt, ihr zieht jetzt hier die Schutzfolie ab. Macht hier Flüssigkleber rauf auf die andere Seite. Und dann setze ich mir das so hin, dass die Spitze und diese Spitze an dem weißen Stück des Cardstocks im Hintergrund ist. So, jetzt sollte eigentlich die Blume schon trocken sein. Jetzt macht ihr auch einfach Flüssigkleber hier rauf. Und dann setzt ihr euch die hier mit zwischen. Ich fand die Idee eigentlich gar nicht so schlecht. So, dann habe ich hier noch ein paar Strassschmucksteine. Einmal die Basics und diese pinken. Die gehören zu dem Set dazu. Das sind Pailletten. Jetzt muss ich noch mal gucken. Hier sind sie. Also die gehören mit zu dem Set dazu, wenn ihr euch das ganze Set kauft. Selbstklebende Schimmerpailletten. Genau. Und diese Farbe spiegelt sich hier halt auch immer wieder mit drin. Und jetzt setzt ihr euch einfach eure Pailletten und Strassschmucksteine dorthin, wo ihr sie gerne haben möchtet. Na.
Es ist ein Zauberstrass-Schmuckstein. Nein, ich habe noch so viel Kleber am Finger. Dann schießen wir das eben zur Seite. So, den setze ich mir mal dahin. Den kleinen hier oben ran. Und so schnell habt ihr eine Karte. Und ich finde, da kann man gut Reste mit verwerten. Und es sieht gar nicht nach Restekarte aus. Und ihr habt hier einfach ein bisschen Blumen und einfach eine kleine Dankeskarte. Tja, ihr Lieben, ich hoffe, dass euch mein kleines Chaos-Video mal wieder gefallen hat. Und ja, wenn ihr Lust habt, jetzt die Karte nachzubasteln, würde ich mich sehr darüber freuen. Bin auch ganz gespannt, was ihr dazu sagt und ob euch auch die Farbkombination gefällt mit der Pfirsichcreme. Ich finde, das passt tatsächlich sehr gut zusammen. Und ja, schreibt mir das einfach gerne mal in die Kommentare rein. Und ja, wenn ihr Stampin'-Up-Demonstratorin werden wollt oder, unterhalb des Videos findet ihr alles, was ihr dafür braucht. Da kommt ihr auch auf meine Homepage. Und da verlinke ich euch auch nochmal das Video vom 10. Mai. Da habe ich ja meinen Kartenkurs angeboten. Und wenn ihr über mich bestellt, ab einem Bestellwert von 70 Euro, schicke ich euch die Materialpakete kostenlos zu. Ja, und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß beim Nachbasteln und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal sehen. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis